Es gab eine Familie in Britz, ein Teil von der Familie, ja, und euch in Prenzlauer Berg. Ja, das war die Schwester meiner Oma, die dort lebt. Also meine Oma kommt aus einer Familie mit 9 Kindern und die waren zum Teil, die meisten Jungs sind im Krieg umgekommen und die Mädchen waren in Berlin, die waren schon in den 30er Jahren Dienstmädchen in Berlin und sind dann dort geblieben und natürlich nach der Teilung der Stadt über die ganze Stadt verteilt worden. Habt ihr sonst die Grenze mitbekommen oder wart ihr... Jeden Tag? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich habe ja im Sperrgebiet gewohnt. Ja. Das heißt, als ich ganz klein war, kann ich mich erinnern, meine Mutter musste jedes Mal ihre Taschen abstellen und den Personalausweis suchen, um sich auszuweisen, damit wir da rein dürfen. Also sehr oft, obwohl natürlich uns alle kannten. Ja, wir wohnten ja da, wir sind da Tag und Nacht ausgegangen. Und es gab so ein Ereignis, von dem schreibe ich auch in dem Artikel, als ich auf der Sportschule war, hatte ich eines Tages mal einen ganz fiesen Unfall in Friedrichshain beim Lauftraining und mein Bein war dann geschient eine Weile und ich konnte nicht laufen und meine Mitschülerinnen wollten mich besuchen und haben, ich weiß nicht woher es war, im Herbst jedenfalls haben sie Weintrauben besorgt und wollten mir die Tüte bringen, aber einige der Schüler waren schon über 14 und durften nicht rein. Und der Soldat, der Diensthabende, war dann so gnädig und ist mit einem Schüler hochgekommen und hat, so dass er die Tüte abgeben durfte, aber er musste dann auch wieder zurück. Die Grenze war allgegenwärtig. Immer war die Grenze da. Also wir haben auch in der Schule hatten wir auch Lehrer, die uns erzählten, ganz viel von der Grenze, die erzählten, dass subversive Kräfte irgendwie Schundliteratur auf dem Dachboden gelagert hätten und dass wir sehr wachsam sein müssen. Und natürlich sind wir da mit dem Bild groß geworden, dass die Grenze unser Schutz ist. Unser Schutz vor dem nächsten Krieg, vor dem Dritten Weltkrieg. Ich wollte gerade fragen, das werden Sie eher als eine Schutzmauer empfunden wahrscheinlich dann? Das kann man gar nicht sagen. Also für mich gab es Berlin nicht ohne Grenze. Als Kind denkt man, die Dinge sind schon immer da gewesen. Also für mich war die Grenze immer da. Und das mit dem Schutz habe ich nicht wirklich ernst genommen. Ich sah ja Tante Hertha, wer wollte mich vor Tante Hertha beschützen? Also irgendwie war das nicht ganz klar.